Den Tatjana Festerling. Ja, guten Abend, Dresden. Benjamin Franklin sagte einmal, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Pegida hier bei uns in Dresden ist eine Freiheits- und Widerstandsbewegung, ob es den Gegnern nun gefällt oder nicht. Wir sind eine Bewegung, die unbeirrt, zuverlässig und mit großem Zusammenhalt immer wieder auf die Straße geht. Und zwar mit Niveau. Bei uns hört man keine plumpen Rufe oder Reden. Wir sind da, ob es den Meinungsbildner nun gefällt oder nicht. Denn es geht um etwas. Es geht um alles. Es geht um den Verlust der Freiheit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ob man frei oder unfrei ist, ist aber auch eine Entscheidung im eigenen Kopf. Das Denken ist frei. Und im Kopf bleiben viele Menschen sogar trotz totalitärer Strukturen heimlich frei. Ihr habt gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Ihr könnt die ideologisch geprägte Meinungsmache interpretieren, die in Medien und Zeitungen verbreitet wird. Und ihr habt gelernt, mit Widerstand umzugehen. Und deshalb kann eine deutsche Widerstandsbewegung auch nur aus dem Osten, aus Sachsen, erfolgreich wachsen und das Land verändern. Und nun will man auch das heimliche Freisein unterbinden. Die Clique der Herrschenden bimst unseren Kindern im Kindergarten, in der Schule und in der Universität ein, was sie und wie sie zu denken haben. Die komplette nachwachsende Generation ist bereits formatiert worden, damit bloß keiner der jungen Leute durch selber denken, selber lernen und selber bilden auf eigene systemkritische Ideen kommt. Dazu möchte ich zwei aktuelle Beispiele vortragen. Am Herrentag war ich abends mit Freunden in einem Biergarten an der Elbe. Irgendwann kamen wir mit anderen Gästen ins Gespräch. Ein junger Mann aus Dresden versuchte verbissen auf mich einzureden. Er brachte immer wieder nur einen Vorwurf. Die Leute da bei Pegida seien alles rechtsextreme, verdeckte Rassisten und Bachmann ein Volksverführer. Der sich in Hitlerpose fotografieren lasse und Refugees Gelumpe nenne. Meiner Frage, woher er die Gedanken und die Gesinnung der Pegida-Spaziergänger so genau kenne, um ein so vernichtendes Pauschalurteil über sie zu fällen, wich er immer wieder aus. Meine Entgegnung, dass das Hitlerbärtchen nachträglich in das Foto hineingefälscht worden war und die betreffenden Worte lange vor Pegida im privaten Umfeld in einen ganz anderen Zusammenhang gefallen und hinterher zusammengeschnitten wurden, interessierten ihn nicht. In Dauerschleife wiederholte er seine Verurteilungen. Ein Streitgespräch, in dem man auf Argumente eingeht, war mit ihm nicht möglich. Und dazu sind viele dieser jungen Menschen, zum Beispiel von der Antifa, nicht mehr in der Lage. Es ist tragisch. Sie erkennen nicht einmal, wie limitiert und begrenzt ihr eigenes Denken ist. Die sozialistische Umerziehung durch das staatliche Bildungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Wir alle kennen ja die von Hass verzerrten jungen Gesichter von den Gegendemonstrationen. Und wir werden uns leider mit der Gewissheit abfinden müssen, dass viele von ihnen verloren sind. Tröstlicher ist die Gewissheit, dass in einigen von ihnen irgendwann die Freiheitsliebe erwachen wird. Nun das
zweite Erlebnis. Für eine Rede vor einigen Wochen, in der ich über den Dominanzanspruch von Minderheiten über die Mehrheit sprach, wurde ich von vielen Homosexuellen teilweise heftig kritisiert und beschimpft. Ich sei eine Schwulenhasserin, was nicht stimmt. Um miteinander ins Gespräch zu kommen, fuhr ich am Freitagabend in die Neustadt und ging in die Boys Bar, die Schwulenbar in Dresden. Dort arbeitet Lara Likör als Entertainerin, die im Übrigen auch Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl ist. Sie sprach mich sehr kritisch auf meine Rede an. Wir unterhielten uns und tranken anschließend einen Friedenslikör. Sie machte ein gut gelauntes Foto von uns, das am nächsten Morgen dann auf Bild online stand. Ich habe mich sehr über diese klugen und freundlichen Gespräche mit ihr und anderen Gästen an dem Abend gefreut und ich nehme die Kritik an. Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Formulierung war unsensibel und kann herabsetzend verstanden werden. Dafür bitte ich öffentlich hier auf der Bühne bei all den Menschen um Entschuldigung, die sich durch meine Worte verletzt fühlen. In der Sache, also darum, dass hier verschiedene Minderheiten meinen, der Mehrheit ihren Willen, ihre Regeln, ihr Denken und vor allem ihre Ideologien aufzwingen zu müssen, weiche ich keinen Zentimeter zurück. Minderheitenterror endet in einer totalitären, unfreien Gesellschaft. Das kann keiner von uns wollen. Leider ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Lara Likör hat das Foto auf ihre Facebook-Seite gepostet und noch in der Nacht einen Schwall an verletzenden Kommentaren geerntet. Sie hat das Foto dann durch eine Videobotschaft ersetzt, in der sie sich erklärte. Ich habe das Foto erst gepostet, als ich nach Hause fuhr. Mitten in der Nacht hatte das Bild innerhalb von 30 Minuten über 70 Likes und viele positive Kommentare. Inzwischen haben über 400 Menschen auf Gefällt mir geklickt. Das ist doch mal ein interessanter Vergleich. Wenn eine angeblich stockkonservative, intolerante Pegida-Frau ein Bild aus der Schwulenbar postet und für Respekt, gegenseitiges Interesse und miteinander sprechen wird, dann gefällt das vielen konservativen Sympathisanten. Wenn eine Ikone aus der Schwulenszene das gleiche Bild postet, erntet sie von einigen, die für sich besonders lautstark Toleranz einfordern, leider sehr intolerante Reaktionen. Da besteht also noch mächtig Toleranzentwicklungspotenzial nach oben. Und umso lobenswerter ist der Mut von Lara. Bitte bleibe offen und freundlich und lass dich nicht durch andere verbiegen. Und Oberbürgermeisterin wirst du dann bitte erst in ein paar Jahren. Lara muss auf ihre Weise Widerstand leisten. Widerstand leisten ist eine charakterliche Herausforderung. Wer ihn wagt, muss Energie investieren und oft Risiken in Kauf nehmen. Widerstand aufzubauen kostet immer Überwindung. Ihn aufrechtzuhalten braucht es Mut, Hartnäckigkeit, Ausdauer, ein rebellisches Wesen und Überzeugungskraft. Widerstand ist das Aufbegehren gegen die Herrschenden, das Establishment, die Meinungsführer. Er richtet sich gegen die Mächtigen, den Staat und seine Funktionäre, Parteien, Medien, Konzerne, Banken und Kirchen. Eine Form des Widerstandes ist die direkte Demokratie. Gerade wir als politisch interessierte Bürger fühlen uns übergangen, wenn wir nur alle 4 Jahre für 4 Sekunden unsere Macht als Souverän zum Kreuzchen machen wahrnehmen dürfen.
Und an der Schweiz ist schön zu sehen, dass direkte Demokratie nur Vorteile hat. Durch Volksabstimmung nimmt das Volk Anteil an Sachthemen, informiert und beteiligt sich an Entscheidungen und die Zustimmung zu Beschlüssen steigt. Und jeder Schweizer ist stolz auf sein Land, in dem direkte Demokratie gelebt wird und auf die Meinung des Einzelnen Wert gelegt wird. Das muss auch unser Vorbild sein. Das derzeitige Parteiensystem weist große Nachteile auf und hat für massiven Vertrauensverlust beim Volk gesorgt. Und das betrifft nicht nur uns in Deutschland, sondern wir sehen den Zerfall der Demokratien weltweit. Zwischen Volk und Politik klafft ein tiefer Graben der Entfremdung. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in Politiker mit ihrer Selbstüberschätzung, ihrer Hybris, all diese Gottspieler, die Kontrollfreaks, die die politischen Systeme buchstäblich verseuchen. Die Prozesse der politischen Willensbildung sind erstarrt. Es wird nicht einmal mehr argumentativ gestritten. In Parlamenten und Parteien herrschen Hierarchien, die den Opportunismus fördern. Und diese Negativauslese bringt im Regelfall dann Politiker hervor, die zwar im eigenen Interesse gut nach oben buckeln können, aber nicht mehr für eine Sache in die Schlacht ziehen. Das fällt aber kaum auf, weil es sowieso kaum noch demokratisch zugeht. Volksvertreter nicken ja selbst komplexe, schicksalsträchtige Regierungsentscheidungen völlig uninformiert ab. Die Strippen und wichtige Entscheidungen werden im Hinterzimmer bei Rom. Zu unserer nächsten Rednerin, der ersten des heutigen Abends, begrüßt mit mir mit dem Herzen. Spiel für diese Art von Hilbert letzte Woche geliefert. Er hat sich eine Vision für Dresden überlegt, in der Dresden die deutsche Vorzeigestadt für die Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden soll. Dresdner jetzt alle Englisch lernen. Also Taxifahrer, statt Bildzeitung lesen, schön Vokabeln pauken. Die Hilbert-Initiative verspricht 300 öffentlich geförderte Arbeitsplätze für Asylanten. Da möchte man ja mal fragen, wo die konkret arbeiten sollen. Sind das vielleicht die Arbeitsplätze bei Globus? Um dann jetzt im Wahlkampf doch nicht allzu konkret werden zu müssen, hat er erst noch Sprachkurse vorgeschaltet, die dann in Dresdner Unternehmen absolviert werden sollen. Im Zweifel also, wenn es nicht klappt, sind dann die Dresdner Unternehmer schuld, die keine Sprachkurse bezahlt, durchgeführt oder angeboten haben. Herr Hilbert, sagen Sie mal bitte ganz konkret, wie die Jobs heißen, wer sie anbietet, was gezahlt wird und wie die nötige Qualifikation erreicht wird. Deutschland fehlen für die eigenen Menschen schon Arbeitsplätze für Unqualifizierte. Früher gab es mal kantige Journalisten, die bei solchen Aussagen nachgefragt und sich eine herrliche Interviewschlacht geliefert hätten. Das waren noch Korrektive, doch diese Zeiten sind lange vorbei. Die deutschen Medienkonzerne werden entweder von ehemaligen Kindermädchen beherrscht oder gehören der SPD. Hier in Dresden sind das übrigens die Mopo, die SZ und die Dresdner Neueste Nachrichten. Berichterstatter haben überhaupt kein Interesse daran, neutral und objektiv zur Meinungsbildung beizutragen. Als freiheitsliebender Redakteur muss es die Hölle sein, da zu arbeiten. Die Funktion als vierte kontrollierende Säule einer Demokratie erfüllt die Presse jedenfalls nicht mehr. Umso wichtiger
wichtiger, dass wir Bürger noch viel häufiger die Instrumente des Bürgerbegehrens und Bürgerbescheides nutzen, um die ausgekungelten Entscheidungen der Parteiendemokratur zu korrigieren oder die eines rot-rot-grünen Stadtrats. Ein Oberbürgermeister kann zwar selber kein Bürgerbegehren initiieren, aber er kann die Sachdemokratie der Bürger von exponierter Stelle aus unterstützen. Und ein unabhängiger, nicht verstrickter Bürgermeister kann durch Aufklärung und Transparenz dafür sorgen, dass diesem Instrument des Widerstands keine Hürden aufgelegt werden, so wie es gerade der Senat und Bürgermeister in Hamburg versuchen. Dort will man klammheimlich eine Verfassungsänderung durchbringen, nach der der Senat dann selber von oben ein Referendum startet, um damit zu verhindern, dass die Bürger eins aufsetzen. Das Volk muss zu allen Schicksalsfragen hinzugezogen und befragt werden. Und wenn der Bürger sieht, dass seine Stimme zählt, dass er etwas bewegen kann, dann wird er auch wieder Vertrauen in die Politik aufbauen und zur Wahl gehen. Auch zur ungezügelten und chaotischen Asylpolitik und deren konkreten Auswirkungen auf Dresden muss ein Bürgerbegehren ausgearbeitet und gestartet werden. Die bunten Träume der Multikulti-Befürworter sind an der Realität gescheitert. Familien, Frauen, Kinder, Männer, verfolgte Christen und Homosexuelle, die laut Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt werden und zeitweise eine sichere Unterkunft und Zuflucht suchen, sind uns herzlich willkommen und wir kümmern uns und sorgen für sie. Für alle anderen, die Europa zu Tausenden infiltrieren und die aus Ländern zu uns kommen, in die wir in den Urlaub fahren, wollen wir ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, das an erster Stelle die Bedürfnisse Deutschlands berücksichtigt. Es gibt ein schönes Zitat von Václav Havel. Die Freiheit ist wie das Meer. Die einzelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich. Und jetzt komme ich abschließend zu euch. Das Meer besteht aus unzähligen einzelnen Wassertropfen, die nur gemeinsam werden. Jeder noch so kleine Tropfen zählt. Und das gilt sinnbildlich auch für uns. Ihr seid großartig. Ihr habt letzten Montag fast 60.000 Flyer mitgenommen und verteilt. Ich habe sogar von Lara Likör gehört, dass sie einen Flyer im Kasten hatte. Heute haben wir 4.000 erste Plakate und wieder 70.000 Flyer dabei. Bitte nehmt euch mit, was ihr braucht. Und ihr habt so viele gute Ideen, wie man Plakate zum Beispiel im Vorgarten aufstellen oder am Balkon befestigen kann. Ich habe volles Vertrauen zu euch und ich hoffe, ihr zu mir. Jeder von uns ist ein Teil. Jeder von uns ist ein Teil einer Riesenchance, die wir jetzt und nur gemeinsam nutzen können. Jeder von uns ist Wahlkämpfer. Jeder von uns sollte mindestens 10 Freunde, Kollegen, Kunden davon überzeugen, diesmal zur Wahl zu gehen. Und weil ich oft gefragt werde, egal wie die Wahl ausgeht, ich bleibe auf jeden Fall in Dresden oder in der unmittelbaren Umgebung und werde mir hier ein Zuhause suchen. Ich gehe nicht mehr zurück in den Westen. Dazu bin ich viel zu verliebt in euch, in die wunderschöne Stadt und in die umwerfende Landschaft und die Natur.
Und ich finde alles hier, um glücklich zu sein. So, macht ihr mit? Ja! Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach